Maxi. Rot. Rot? Schwul. Wie rot? Schwul. Nico. Ich weiß gar nicht, welches Team ich bin. Du bist blau. Nee, blau bin ich. Nein. Ja, das ist doch. Ihr seid alle schwul. Ja. Alle. Du bist viel gelb, oder? Ja. Oh mein Gott. Wir chillen hier vor dem Laden. Ihr seht, eine Menge Spaß. Doch die Frage ist, was wäre, wenn man von seinem Laden gebannt ist? Darum geht's heute in dem Video. Was? Ist es nur ein Laden in der Stadt oder mehrere? Ja, hier, ja, ein Laden. Nur ein Laden? Ja. Okay, Mann, das wäre schon heftig. Das wäre schon... Das ist halt echt die Frage, wo man sich dann trifft. Oder würde man sich dann treffen? Ja, das ist die Frage. Würdet ihr dann aufhören mit Yu-Gi-Oh? Na, mit Yu-Gi-Oh würde ich dann nicht aufhören. Es gibt ja immer andere Möglichkeiten. Zum Beispiel würde es jetzt für uns mögliche FFB geben. Also jeden Sonntag wäre es dann. Samstag, ist Samstag, wenn es nur einen Laden geben würde. Ja, ja. Gibt's, hier in München gibt es einen Laden. Wenn es FFB nicht geben würde, dann bin ich echt tot, Mann. Kann man FFB sehe ich jetzt als nähere Umgebung, sag ich mal. Da kann man halt echt nur auf Ding spielen, auf Online spielen und dann halt auf Turniere fahren oder so. Ja. Das wäre dann, und dann halt echt die Frage, weil man trifft sich halt hier mit Freunden und so, wir sind ja alle da und quatscht auch über andere Sachen und so. Aber glaubst du nicht, dass man irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen wird, wenn man nicht mehr kommen kann samstags? Ich denke schon, Mann. Ja, das ist halt aber würdest du dich, würden wir uns irgendwie treffen, wenn wir hier gebannt werden zum Beispiel? Ja, aber ich sag mal zum Beispiel, du wirst hier gebannt und ich darf noch kommen. Ich komme halt natürlich dann Samstag hierher und wo soll man uns sonst treffen? Das ist halt schwierig, ne? Ja, man müsste sich halt dann... Man müsste Sonntag vielleicht so. Ja, aber man könnte dann zum Beispiel sagen, ja, man trifft sich danach noch und geht noch irgendwo was essen oder so, keine Ahnung. Aber dann macht man das dann auch oder das ist halt dann die Frage. Karten besorgen ist halt auch schwieriger. Ja, wieso? CG-Market, man. Ja, da muss halt nur noch, ja, sowas halt, ne? Oder zu Rudi fahren. Es wäre auf jeden Fall, es wäre schon echt anders, glaube ich. Es wäre echt schon komisch. Ja, es wäre auf jeden Fall ein Grund aufzuhören. Man müsste echt gut überlegen, wie wichtig einem das Spiel ist. Ja, also das ist sehr schwierig. Also das wäre schon sehr, sehr guter Grund aufzuhören. Wart ihr schon mal gebannt? Nein, Mann, ich war noch nicht gebannt. Aber man sieht zum Beispiel an Chan, der war ja gebannt, hat nicht aufgehört. Der kommt da glaube ich immer zu FFB. Also der ist, keine Ahnung, wie lange ist der gebannt? Lifetime. Also der, ja, aber wie lange ist der schon? Also der ist schon ewig. Seit es mich wieder gibt, man. Aber ich meine, er, Chan ist ja andere, er ist ja kein Spieler, so sage ich jetzt mal. Ja, aber so wirklich. Ja, aber ich sag mal so, selbst die Läden sollten nicht Lifetime jemanden bannen, sondern sag ich mal auf eine bestimmte Zeit. Ja gut, es kommt darauf an, auf was sie machen. Wenn sie auf so einen Menschen verzichten können, dann können sie schon Lifetime bannen. Finde ich auch gut so. Ja, ja gut, aber ich sag mal, wenn man sollte es halt so bestrafen, dass man erstmal, sag ich mal, aus dem Fehler lernt, dass man, keine Ahnung, vielleicht einen bestimmten Zeitraum und dann, wenn es sich halt wiederholt, dass es dann wirklich für immer ist, weil ich sag mal, Fehler können immer passieren oder irgendwas. So ist es. Dazu habe ich zwei Fragen. Also, erste Frage ist erstmal, erste Situation. Es wurden ja vor kurzem 4, 5 Kinder hier von FD gebannt. Ja, gerechtfertigt oder nicht, man kann drüber diskutieren, aber die Frage ist halt, ob die jetzt aufhören werden und ob das schädigend ist für den Laden. Ich meine, das sind junge Spieler, wenn die jetzt samstags nicht mehr hierher kommen können, werden die wahrscheinlich aufhören. Ja, ich finde, das war gerechtfertigt, weil es war halt Glücksspiel und wenn es rauskommt, kriegt der Laden halt große Probleme. Und da muss man natürlich reagieren und auch in dem Fall war es halt so, wie ich es gesagt habe, auf eine bestimmte Zeit. Nicht für immer. Also von dem her finde ich es gut, dass es halt nicht für immer war, sondern für eine bestimmte Zeit. Und die werden, glaube ich, auch daraus lernen, die werden leiden. Ich glaube, von denen hat keiner aufgehört. Ich bin, glaube ich, weiter von den Kindern. Die waren auch, glaube ich, ziemlich süchtig, also die können, glaube ich, nicht aufhören. Und ich glaube, das war ja so eine Situation. Ich glaube, da wurde alles richtig gemacht. Und von dem her finde ich das, so wie es abgelaufen ist, in Ordnung. Bei uns gibt es auch Glumanda. Ich genauso. Also gerechtfertigt auf jeden Fall. Glücksspiel ist anderes. Es sind auch viele Kinder, Eltern da. Die mögen vielleicht sowas nicht, sowas zu sehen. Ich glaube nicht, dass sie aufhören werden. FFB gibt es ja noch und online. Und die sind recht jung und auch spielen recht oft und viel. Deshalb sage ich ja, also ich glaube nicht, dass sie aufhören werden für sowas. Aber interessiert auch keinen, ob sie weiterspielen oder nicht. Die Frage ist, was gibt es für Gründe, gerechtfertigte Gründe, wieso man Band kassieren könnte? Okay, ich rufe gleich mal 5 Minuten. Ja, Glücksspiel, Kinder abzocken. Ausdrücke, so Wutausbrüche. Ist das gerechtfertigt dann? Ja, ich finde schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einem kleinen Kind eine teure Karte für wenig Geld abzocke und ich bin mir bewusst, dass ich das mache,
ist es nicht okay. Gegner erniedrigen, wenn man Gegner den Gegner besiegt. Ja, ich weiß nicht, mit dem Tauschen, das ist halt, sag ich mal, ja, was willst du da? Du willst es auch kontrollieren. Das Problem ist, wie willst du da so ein Maß legen, was ist richtig, was ist falsch? Wenn du das bewusst machst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel echt so eine 40, 50 Euro Karte für einen Fünfer abnimmst, ist es, und das machst du bewusst, ich finde es nicht okay, ganz ehrlich. Ja, ich sag mal so, das ist halt... Das ist, hab ich nie gemacht, es ist schwierig, es ist schwierig zu sagen, was halt bis zu welchem Level dieses Abzocken geht. Bis zu welchem Level auch, sag ich mal, von irgendwelchen Kartenhändlern, dies und das. Also weiß nicht, zum Beispiel wenn man sich die Kartenpreise anschaut bei der YCS oder bei der Deutschen Meisterschaft, ist das Abzocken. Also weiß nicht, die Preise sind auch schon saftig. Das ist klar, also, aber wir sind erwachsen, wir wissen, was Sache ist, ja. Aber so ein kleines Kind weiß ja nicht. Ja, aber es sagt ja nicht, dass wir zum Beispiel, aber wenn jetzt jemand neu kommt. Zum Beispiel jetzt einer kommt neu her und kauft eine Karte, keine Ahnung, für 5 Euro. Das ist halt schwierig, kauft eine Karte für 5 Euro, die 50 wert ist, aber wusste es selber nicht mal. Ja gut, aber wenn du jetzt irgendwo anfängst, ja, kann man sich informieren. Wir sind erwachsen, ein kleines Kind. Ja, aber ich meine hier, wenn jetzt einer kommt, der jetzt nicht so viel Ahnung hat und so einen guten Tausch macht, was willst du dem sagen zum Beispiel? Das ist das halt, da werden so, ich sag immer nur die Spieler... Ich sage bewusst, wenn man bewusst jemanden abzockt. Also wenn du selber weißt, die Karte ist mehr wert, als du eigentlich dafür hergegeben hast, ist es bewusst und das sollte man nicht machen. Also ich persönlich mache sowas nicht. Ja, das macht keiner von uns wirklich, weil wir sind auch nicht so die Trader. Aber ich sag, das ist halt einfach schwierig zu urteilen. Was ist Abzocke, wer zockt ab? Also das ist naja, wir hatten schon ein paar Abzocker. Naja, egal, das Video geht nicht um Abzocken, also... Ja, aber ich finde sowas schon gerechtfertigt, wenn man dafür ein Band kassiert. Natürlich Gewalt. Ja. Klauen, auf jeden Fall. Klauen ist das wirklich schon, auf jeden Fall großer Grund, wobei das Klauen wirklich zurückgegangen ist. Also früher, wo ich noch gespielt habe, war das echt extremer. Also das ist jetzt auf jeden Fall zurückgegangen. Ich weiß nicht, Cheaten bei Turnieren. Ja gut, das macht ja dann Konami direkt an. Aber das ist schon gleichwertig. Alles, was ihr erwähnt, da waren wir immer schon kurz beschuldigt, wisst ihr schon. Genau du auch, wegen Gegner erniedrigen. Was für Gegner erniedrigen? Ja, aber dafür ein Band sogar ziemlich. Ich war halt einfach wieder Gewalt da, klar. Aber. Oh mein Gott, was war da los? Alle nett und erzähl mal die Geschichte, nicht. Mann. Was war da? Was war da? Das hat mir einfach... Es kommt noch. TPT Storytime, Folge 3. Warte mal. Aber alle Punkte, die genannt wurden, ist wirklich mit irgendeinem schon beteiligt. Natürlich. Also jeder hat halt seine Schwächen. Ja, das ist echt schwierig. Nicht nur. Wir haben vor kurzem Ärger bekommen. Ja, also Schlägerei, erniedrigen, die also wir sind kurz davor, vielleicht gebannt zu werden. Bei mir war es nicht grüßen. Absichtliches Ignorieren mehrmals, über mehrere Monate hinweg. Okay, viel zu heftig, Mann. Also bei Badisch war es psychische... Das war zu krass einfach. Okay, war echt psychisch. Mobbing. Ich gehe so vorbei und so, hey, ist ja aus dem, wir uns miteinander checken, Alter. Das war zu krass. Aber das werden die alles noch sehen. Was war die andere? Hast du alle Fragen gestellt? Das war's eigentlich. Okay. Ja, Dimi war wegen Tauschen. Der Dimi bestimmt wegen Tauschen, ja. Dimi war ein bisschen mit Tauschen Probleme. Was war bei dir auch? Nix. Ein Deal mit dem Teufel. Da kommen wir zum Fazit. Ja, mein Fazit. Es gibt auf jeden Fall Gründe, Leute zu bannen, aber meiner Meinung nach nicht für immer. Also wie, sag ich mal, dass einer... nicht sein ganzes Leben lang, bis er stirbt, ins Gefängnis kommt, sondern halt, sagen wir, auf eine bestimmte Zeit, dass man halt nochmal eine neue Chance bekommt. Also von dem her, es gibt gerechtfertigte Gründe, die habt ihr gehört, aber nicht für immer, sondern für eine bestimmte Zeit. Das war's von uns, vor unserem Laden. Wer weiß, wie lange wir hier noch drehen dürfen, aber solange wir können, liefern wir euch Videos. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wart ihr schon mal gebannt? Wie ist das? Und leidet nicht. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.